Hallo meine lieben Gefährten, wir sind's wieder von Trader Online Video Gandalf. Jo. Und ich bin's Frot und heute gucken wir uns den Schatz der Schätze an. Das Collector Display zu The Lord of the Rings Tales of Middle-Earth Holiday Collection. Mit Verlosung, viel Spaß dabei. Ja, vor uns liegt es schon, das Collector Display zur Holiday Collection von The Lord of the Rings, Tales of Middle-Earth. Sehr, sehr cool. Zum Collector Display gibt es auch noch 4 Szenenboxen und ein Jumpstart Display. Die 10 Boxen haben wir euch schon vorgestellt. Das Jumpstart Display werden wir euch noch vorstellen. Alle Produkte sind auch leider nur englischsprachig, aber so ist es halt. Das kriegen wir hin. Aber das kriegen wir eigentlich hin. Kommen wir erstmal zur Verlosung. Da gibt es nämlich von Ultimate Guard ein Return to Earth Boulder in Schwarz zu gewinnen. Hält 100 Double Sleeve Karten oder 120 Single Sleeve Karten. Stellt man so auf den Tisch, ne? Sieht sehr cool aus. Und ne, das Schöne ist ja auch, Return to Earth heißt also, es ist aus 97% nachwachsenden Rohstoffen gefertigt. Heißt also mal ein bisschen umweltfreundlicher, was sehr, sehr schön ist, ne? Wenn man mal die Umwelt unterstützen möchte. Und dazu gibt es dann noch einmal Katana Inner Sleeves 100 Stück. Wenn man die Umwelt nicht unterstützen möchte. Genau. Und da habe ich jetzt mal eine Sage mitgebracht aus den letzten Die Besten, wo wir euch die besten Sagen vorgestellt haben. Hier die Zugo verschlingt alles. Und die Hülle verschlingt ihn. Oh! Na, wie wir sehen, Karte passt super in den Sleeve rein. Ne? Fühlt sich sehr wohl und perfekt zum Double-Steven halt. Ne? Das Ganze könnt ihr gewinnen, indem ihr was tut. Indem ihr das Video liked, kommentiert und den Kanal abonniert. Genau. Und dann wünsche ich euch viel Erfolg dabei. Ne, Katana Sleeves auch so mit die besten Sleeves auf dem Markt. Ja. Falls ihr auch noch vorbeikommen wollt in unserem Store, dann holt euch doch gerne ein Ticket über unseren Online-Shop immer Reiter Events, ne, und kommt vorbei. Wir freuen uns über euren Besuch. Ja. Bieten alles Mögliche an Events an. So, ich zoome mal ein bisschen mehr rein. Und da liegt es. Das Collector Display. Wow. Bin mal sehr gespannt. So, lesen wir es erstmal vor. Keep it secret and keep it safe. These special edition collector boosters from The Lord of the Rings Tales of Middle-Earth are overflowing with treasures any and all fans will find precious. Inside, you'll discover silver foils, showcase cards, and even search foils. For these special boosters only, you may also find showcase scrolls of Middle-Earth cards, borderless Brother Hildebrand cards, and borderless poster cards. Hildebrand-Cards sind ja, glaube ich, auch die, die wir hier auf dem Collector-Booster drauf haben. Ist jetzt leider nicht so ein bisschen zentral bei unserem Display, aber können wir uns ja gleich nochmal angucken, wie das Ganze da aussieht. Also hier bin ich auch mal sehr gespannt, weil man kann hier auch wieder richtig coole nummerierte Karten ziehen. Ja. Ne? Und ich meine, das Display allein, Augenschmaus. Ich finde auch, hat ja schon so einen Volleffekt. Genau. Ne? Das ist halt das Luxusprodukt, ne? Schon sehr, sehr cool. Und ich finde auch die Posterkarten, die man ziehen kann, sehr cool. Und dass man halt hier die ganzen Boxtopper aus dem ersten Herr der Ringe-Set normal ziehen kann, ist auch sehr, sehr cool. Und halt auch nummeriert. So, dann gehen wir rein. 12 Booster haben wir an der Stückzahl. Ne? Einmal 6 für dich. So, danke. Und 6 für mich. Und dann gehen wir mal rein. Ne? Bin ich mal sehr gespannt. Und da guckt uns auch schon hier die allererste, der Token in Searched Foil an, ne? Wow. Ein richtig harten Glitzereffekt. So, wir starten aber auf der Rückseite und haben eine Scrollcard, ne? Eine Scrollkarte, richtig, ne? Und das auch schon im Kammbereich. Sehr, sehr hübsch. Sehr, sehr cool. Wir gehen jetzt hier eigentlich über Westfold Rider. Größtenteils über die Karten rüber. Genau. Na, manche, also die Karte, das Design kann man lieben oder hassen. Ich finde es eigentlich sehr, sehr schön, muss ich sagen. Ich habe schon so ein bisschen gehört, so dass manche es nicht so toll finden, dass der schwarze Rand hier so dick ist. Aber ich finde, das sieht eigentlich ziemlich cool aus. Ja, okay, das hätten sie eigentlich voll machen können, also, aber ist okay. Ich struggle hier gerade die ganze Zeit, meinen Boost aufzumachen. Oh, Bombardier Song. Ja, du hast recht, sie hätten das Bild größer machen können. Aber ich finde, das hat auch so seinen Charme ein bisschen, wenn das ein bisschen kleiner ist. Das auf jeden Fall. Sam. Sam. My boy. Foray of Orcs. Ja, sehr cool, dass die Karten hier alle in diesem Scroll-Design sind. Ja. Der Wag. Ein Foil. Gibt noch so einen richtigen Mittelalter-Flair. Hier je, hier je. Keine Ahnung. Die Hobbits bringen den Ring nach Mordor. Tötet sie. Oha, okay. Ja, ich weiß nicht, ich habe jemand Bösen nachgemacht. Das
gut, ist gut. Dann haben wir jetzt hier eine Ebene in Searched Foil. Mit Wuhan also, drauf. In diesem Wellenfoil. Auch interessant. Sehr hübsch. Und Sauron, The Necromancer, die erste Rare. Na, also die ganzen Rares und Mythics haben wir euch auch eigentlich größtenteils schon vorgestellt. Im Set-Display, was wir geunboxed haben und natürlich auch, da sind wir wirklich über Comes und Uncomes und Rares rübergegangen, was wir halt alles geöffnet haben. Und in den News haben wir so die großen Rares und Mythics nochmal mit Patrick zusammen besprochen, der natürlich auch noch ein Judge ist und auch noch genau, viel dazu sagen konnte. Ja. So. Ja, das hast du auch gemacht. Ja, ich war dabei. So. Gündolf war dabei. Oh, Galadriel. Sehr, sehr hübsch. Durch die Rares. Genau, wir gehen dann jetzt nur noch so auf so richtige Highlights ein und lesen die vor. Und sonst müsst ihr halt mal selber lesen. Ne? Hier haben wir jetzt zum Beispiel... Call forth the Tempest. Das ist zum Beispiel eine Karte aus... aus dem Witch King. Ja, genau. Ja. Der Witch King Holiday Scene Box. Die man auch in den Collector Boostern findet. Oh. Richtig. Horn of Gondor. Auch jetzt hier im Searched voll. Mhm. Wir nehmen uns ein bisschen Zeit, genießen so ein bisschen, was wir hier alles öffnen. Mhm. Geil. Ja. Oh, guck mal. Aragorn. Da haben wir Aragorn auch geöffnet. Aus der Szenenbox. Aus der Aragorn Szenenbox. Können wir mal kurz vorlesen. Aragorn. Hornburg Hero für 4 Mana, darunter ein rotes, ein grünes, ein weißes, eine 4-4 Kreatur mit Attacking Creature, also angreifende Kreaturen, die du kontrollierst, haben Erstschlag und Renown 1. Heißt also, wenn eine Kreatur mit Renown 1 Kampfschaden zufügt und ist sie, wenn sie noch nicht renowned ist, lege einen +1/+1 Counter auf sie und sie wird renowned, ne? Mhm. Und immer wenn eine renowned Kreatur, die du kontrollierst, Kampfschaden macht zu einem Spieler, verdoppelst du die Nummer an 1+1 Marken, die auf der Kreatur liegt. Ja, also einfach Marken. Ja, macht deine Kreaturen stärker. Sehr cool. Und hier haben wir dann Hildebrand. Eine Hildebrand-Karte, ne? Also das sind ja hier Künstler, die dann jetzt hier in dem Set 20 Illustrations. Das ist sehr, haben, sehr schön. Da sehen wir ja wirklich hier die Gefährten drauf. Ne? Mal gucken. Sieht man alle? Ich erkenne Gandalf, Sam, Frodo, Gimli, Legolas und ich denke, das soll Aragorn sein. Also, sieht schon sehr cool aus. Sieht sehr, sehr cool aus. Und dann haben wir noch eine. Gibt dem Ganzen nochmal so einen richtigen Fantasy-Flair. Das war doch schon mal cool. So. Machen wir mal direkt weiter. Nee, Aragorn hatten wir auch in Searched Foil. Also ich finde auch sehr cool. Also die Booster gefallen mir sehr. Ja. Weil man da auch, man kann hier wieder ein paar richtig teure Karten ziehen, ne? Halt diese gestempelten Karten, ne? Oder die nummerierten Karten halt, ne? Aber halt auch cool, dass man so die ganzen Karten ziehen kann, die man jetzt in der Szenenbox findet, ne? Wie jetzt hier zum Beispiel Aragorn nochmal. Ja. Weil da sind auch echt starke Karten drin, ne? Macht das auch nochmal ein bisschen besonders. Aber ich möchte unbedingt noch eine Posterkarte ziehen. Ich finde, du magst das Design gar nicht, nee, aber ich finde das richtig cool. Ich finde, das passt nicht zu Mittelerde Herr der Ringe. Vielleicht, aber ich finde es mega cool. Mal gucken, ob wir eine ziehen. Dann können wir ja in den Kommentaren darüber diskutieren, ob wir sie gut finden oder nicht. Ja, richtig. Eomer. Eomer. Sieht auch sehr cool aus. Lass mal mehr Zeit, Jenna. Genieße die Booster. Wir haben hier 5 Rares immer drin. Ne? Mirkwood, Channeler. Können wir auch mal rauslegen übrigens. Channeler, Entschuldigung. Und dann können wir die später nochmal reinlegen. Das ist Julians deine Lieblingskarte, ne? Lieblingskarte? Nein, deine Lies sie doch mal vor. Nein. Erklär sie uns mal. Was macht diese Karte? Nein. Ich will nicht. Ja. Oh, Rivendell. Auch jetzt hier im Searched Foil. Sehr, sehr hübsch. Sehr, sehr, sehr hübsch. Rivendell generell immer, da kann man eigentlich nichts falsch machen bei der Karte. Ja, sieht super aus. Dann. Explore! Das ist die Karte, die hinten auf dem Collector-Booster drauf ist. Also auch wieder eine Hildebrand-Karte. Entschuldigung, ja. Aber muss ich sagen, als ich die Karte schon auf dem Display gesehen habe, dachte ich mir, boah, mega, mega hübsch. Also so wunderschön mit Gandalf und seinem Shadowfax unterwegs. Also. Ja. Chefskiss. Finde ich sehr, sehr schön. Und dann Food. Wow. So, weiter geht's.
Ja, ich überspringe schon. Sehr, sehr schön. Long List of the Ents. Ne? Die Sage mit 6 Stufen. Ja. Ents brauchen halt ein bisschen länger, um sich zu unterhalten. So. So, hier wieder. Ah! Der Struggle beim Booster öffnen. Das ist natürlich auch schon gut geöffnet, ne? Also, das ist gut, ja. Das, ich habe noch nie einen Nazgul geöffnet. Die Karten will man auch öffnen, man möchte einen Nazgul öffnen. Und der sieht auch schon echt extrem cool aus. Man möchte nicht nur einen öffnen, in Foil, man möchte die neuen öffnen. Richtig, man möchte neun öffnen. Ja. Sieht schon sehr geil aus. Ja, der sieht sehr cool aus. Mit so einem coolen Nazgul. Im Scroll Artwork. Mit dem Auenland drauf. Seekmaster. Ja. Drache. Drache, okay. Oh. Sieht auch cool aus. Also ich mag dieses Design, ne? Ja. So ein bisschen, von den Farben her halt so ein bisschen, als hätte man es halt auf Papier, ne? Also auf so einem alten Papier halt. Ich meine, ich habe eine goldene Sonnenbrille auf, deswegen kann ich mich vermutlich nicht so krass zu den Karten äußern hier. Zu der Farbe. Boah, was ist das auch für ein Booster? Also ist halt auch cool. Hier den Witch King Sky Scorch, ne? Ich lese nochmal kurz vor. Für 7 Mana ist natürlich auch hier wieder der Hexenkönig sozusagen, ja, den man ja. Von Angmar. Den man ja hier in der 10-Box öffnet. Ja, ne? Flight of the Witch King, ja. Aber halt in Voll jetzt hier, Non-Voll für eine 5-5-Kreatur mit Fliegen und immer, wenn du mit einem oder mehr Race, die du kontrollierst, angreifst, exile die obersten X-Karten deiner Bibliothek, wovon X gleich die. Totalstärke ist. Und dann kannst du diese Karten in diesem Zug spielen. Und Undying, wenn diese Kreatur, also wenn jetzt der Witch King stirbt und keine 1+1 Marke auf ihn legt, bringt man ihn zurück ins Spiel mit einer +1/+1 Marke. Ja. Und also natürlich das Design, die anderen Nazgul sind natürlich auch der gleiche Kreaturentyp wie er, also werden da verstärkt, ne? Ja. Battle of Bywater. Sehr, sehr schön im Foil. Was hattest du gerade gesagt? Die werden verstärkt? Wo werden die denn verstärkt? Ach so, nein, sorry, die werden nicht verstärkt, aber die lassen uns mehr Karten ins Exil schicken. Entschuldigung. Ach so. Faramir Field Commander. Das sieht, ist ein sehr, sehr schönes Artwork. Und River Kelpie. Schön, dass es River Kelpie heißt und nicht Gollum beim Fischen. Ja, also. So sehe ich auch aus, wenn ich morgens aufwache. Das Hildebrand-Artwork, Gollum, sieht sehr gut aus. Ja. Ist ja, glaube ich. Ja. Ja, geil beim Fischen hier. Ein Food-Token und ein Treasure-Token. Natürlich auch nochmal fancy aussieht in diesem Searched Foil. So, dann mache ich mal direkt weiter, ne? Ja. Ich mache mal den nächsten Booster. Also ich muss sagen, die Hildebrand-Karten finde ich sehr, sehr hübsch. Die sehen wirklich super aus. Ich hoffe, da kommen ja nochmal Spielmatten zu. Ich garantiere für nichts. Aber ja, ich würde mich sehr freuen. Ich glaube nicht. Ich würde mich sehr freuen. Weil das ist ja nur so ein kleines, ist ja kein Hauptset, sondern nur so ein Nebenbei-Produkt. Genauso zu Dr. Who kam ja auch keiner, ne? Soll da nicht Zubehör kommen? Ja, weiß ich nicht. Also, zumindest bis jetzt halt. Zwei Leute ohne Infos in diesem Video. Yeah. Yeah, boy. Oh, Wake the Dragon. Sehr, sehr schönes Artwork. Sehr schönes, ja. Sehr schönes Design. Doors of Durin. Ey, da stehst du, Gönni. Galadriels Dismissal aus der Galadriel-Box. Richtig. Elven Chorus. Auch sehr, sehr schön. Nice, nice. Peregrin Took. Mhm. You fool of a Took. Oh! Oh yeah! Der Palantir. Palantir ist sogar eine echt gute Karte. Das ist auch eine eher der besseren Karten aus der dem Palantir Set. Und jetzt hier von, oh, thunk. Halt in diesem Poster-Artwork. Aber man sieht wirklich, die Mana-Kosten sind da oben zu sehen. Hier ist der Name, hier ist der Kreaturentyp und da ist der Text. Ich finde das Design ist halt richtig fancy. Ich muss sagen, also, das Design ist halt eher so, keine Ahnung, sich halt Horrorhefte von 1970 und Licht Herr der Ringe. Die haben sich da natürlich mal so ein bisschen an was Neues rangetraut, aber ich finde, also ich finde, das sieht mega cool aus. Ne? Ich finde es cool. Es ist zwar schwer zu lesen, ne, also es ist nicht so einfach zu lesen, aber weil natürlich der Text so ist. Du kannst dir natürlich einfach irgendwo eine Übersetzung holen, ne? Ich finde das Design ist super. Also gefällt mir mega die Karte.
Also, mega cooles Design. Ja, wie gesagt, schreibt mal in die Kommentare, was ihr da findet. Foto. Also, ich muss sagen, ich finde die Hildebrand-Karten da schon sehr viel hübscher. Na, ich finde diese Posterkarten sehen brutal aus. Brutal! Nein, nicht. Findest du die wirklich so schlecht? Naja, es ist halt nicht mein Style. The Mouth of Sauron. The Mouth of Sauron? Sauron? Was? Ich nüssle nur die Karten runter. Gollum. Legolas. Counter of Kills. Ich find's ja cool, dass Legolas Counter of Kills es gibt und es gibt auch Gimli Counter of Kills. Richtig, einfach weil sie beide ihre Kills zählen. Ich weiß gar nicht mehr, wer von den beiden gewonnen hat. Oh. Sehr cool, Minas Tirith. Minas Tirith? Da musst du dir so auf die Lippe beißen, wenn du das sagst. Ja. Minas Tirith. Sieht auch super aus. Ja, ist halt. Oh! Holy shit! Gib ihn mir, meine Schatz! Es ist mein Booster! Ja. Ah, ja. Der eine Ring, sie alle zu knechten. Für 4 Mana ein legendäres Artefakt mit Unzerstörbar. Und wenn der eine Ring ins Spielfeld kommt und wenn du ihn castest, kriegst du Schutz vor allem bis zum Ende des nächsten Zuges. Ja. Deines nächsten Zuges. Und zu Beginn deines Versorgungssegments verlierst du einen Lebenspunkt für jeden Burden-Counter on the One Ring. Und packst du halt so einen Burden-Counter auf den einen Ring und dann ziehst du eine Karte für jeden Burden-Counter auf diesem einen Ring. Also ist ja. Du legst immer mehr Marken drauf. Eine Bürde. Verlierst halt auf den Leben, aber dafür kriegst du halt Karten. Ah, da gibt es natürlich auch so ein paar Mechanics, ne? Aber das Design ist auch sehr schön. Das ist sehr, sehr schön. Sehr cool aus. Also. Ja. Vor allem mit Goldsonnenbrille glänzt der nochmal so richtig geil. So, ja, Mann. Ja. Ja, würde ich sagen, war ein gutes Display. Können wir jetzt hier öffnen? Aufhören, ne? Besser wird's nicht. Oh, das ist auf jeden Fall. Ja, jetzt fehlt noch der Orkish Bowmaster hier. Gandalf! Friend of the Shire. Yeah! Was ist das? Welche Karte ist das? Das ist Arwen Mortal Queen. Oh, für ein beliebiges, ein grünes, ein weißes. Ne, der Text ist halt, hier ist Text, da ist Text, hier ist Text und hier auf dem Kleid, ne? Oh Gott. Also, die Karte zu lesen ist auf jeden Fall, du musst halt wissen, wo welcher Text steht. Einfach, weil es ist Arwen. Arwen ist toll. Die Karte sieht super aus. Also, dieses Design ist so geil. Also, ich finde das richtig, wow. Ich finde das Design richtig, richtig cool. Also, das holt mich total ab. Also, gut. Würde ich direkt ins Deck packen. Ja? Direkt. Ich würde mir alle Hildebrand-Karten holen. Ich und daraus mein Deck bauen. Ich finde das Design mega. Also, wow. Gefällt mir richtig gut. Und die kannst du ja auch noch in Foil öffnen. Will ich auch. Okay. Ha. Hast du immer noch nicht genug mit dem einen Ring? Nein, habe ich nicht. Oder haben wir gelost? Nein, okay. Ja, sorry. Okay. Sorry. Ah, der fette Hobbit. Ja. Wer von uns trägt ein Hobbit-Kostüm? Oh, die Mithril. Mithril. Beste. Oh. Minas Morgul aus dem Witch King Set. Ja, fehlen noch 4 Karten und dann können wir das ganze Bild abdecken. Ja. Dawn of a New Age. Also erstmal sehr, sehr schön. Family Beagles, ein weißes Verzauberung. Dawn of a New Age kommt ins Spiel mit einem Hoffnungscounter für jede Kreatur, die du kontrollierst. Zu Beginn deines Endsegments entfernst du einen Hoffnungscounter von Dawn of a New Age. Wenn du was tust, ziehst du eine Karte. Dann, wenn Dawn of the New Age keine Counter mehr hat, opfern wir es und kriegen 4 Leben. Auch sehr cool und schönes Design das hier, ne? Das ist ein sehr, sehr mit schönes Design. Randlos und in Search Foil, ne? Ich muss mal ein bisschen schwenken hier. Wow. Öffnet man auch gerne. Ja. Ist halt eine coole Karte und sie ist weiß. Ja. Also, ich spiele gerne weiß. Kann ich ja gar nicht. Call forth the Tempest. Na, warte mal, wir finden nur noch 3, ne? Die hatten wir vorhin auch schon. Das ist, die kommen ja auch aus dem gleichen Set. Myriad Landscape ist, glaube ich, auch wieder. Ja, das ist das Hildebrand-Artwork. Die finde ich auch alle. Die sehen alle auch sehr. Das hat aber so ein paar Streifen hier drauf. Also, ist ein Streifenhörnchen eigentlich. Ja.
und Food. Aber, also die Booster holen mich richtig ab. Ich mag das, also ich mag dieses normale Design hier. Ich mag das, ja, kann man schon Heavy Metal Design sagen? Oder dieses Horror Design, wie du es nennen möchtest. Aber die Hilde, das Hildebrand-Design ist auch so super. 70er Jahre. Finde ich alle sehen richtig Ich finde halt, aus. Hildebrand passt mehr in die Blaken? Zeit, in der Herr der Ringe spielt. Weil das gibt mir so alte Märchen-Vibes, aber auch so Vibes von diesen ganzen Dark-Fantasy-Filmen, die damals so in den 80ern rauskamen. Weiß nicht, so zum Beispiel, kennst du noch Das letzte Einhorn? Das gibt mir so Das letzte Einhorn-Vibes. Elfen Chorus, hattest du vorhin schon. Ja, obwohl das Artwork finde ich, glaube ich, noch mal ein bisschen hübscher, sagen. Mines of Moria, die Minen von Moria, auch sehr schön. Galadriel, Brigade. Eine wirklich gute Karte. Also ja, für 3 Mana 2-2 Kreatur mit Squad. Also man kann halt 2 Mana bezahlen, dann kann man sie so oft kopieren, wie man möchte. Ja. Also muss halt immer wieder 2 Mana zahlen, ne? Ja. Und andere Elfen, die du kontrollst, 1+1+1. Ach, sehr stark. Ja. Shelob. Auch sehr schön. Kind hier in von Search Ungoliath. Spinnen. Boromir. Auch in Search voll. Gib mir den Ring, Frodo. Nein! Ich habe das jetzt mal kurz nachgestellt. Elfish Harbinger. Na, wenn er. Mit Galadriel. Den kennt man ja vor auch. Vor ihrem Spiegel. Na, ja. Wenn er ins Spielfeld kommt, sucht man seine Bibliothek nach bis zu einer Elfenkarte. Zeigt sie auf dem Vor, nimmt sie auf seiner. Oben auf die Bibliothek. Ne? Und dann schaffelt man. Und macht ein Mana einer beliebigen Farbe. Sehr, und sehr das Artwork. Design gefällt mir sehr. Das ist sehr, sehr schön, ja. Wow. Also, das haben die drauf. Die Booster holen mich auf jeden Fall. Die holen mich richtig ab. Ich finde die richtig gut. Also, und wohin bringen sie dich, wenn sie dich abholen? Also wenn man halt auf Herr der Ringe steht, also das Set schon richtig cool fand, ne, dann ist das auf jeden Fall nochmal so ein Gimmick, was man sich schön irgendwie so unter einen Weihnachtsbaum legen kann oder so. Ja. Hat man oder dann keinen Weihnachtsbaum mehr, weil man sich keinen Weihnachtsbaum mehr leisten kann. Und da liegt einfach nur so in so einem leeren Raum so ein collected Display auf dem Boden. Ja, weil du hast auch kein Geschenkpapier mehr. Ja. Auch nicht. Aber wir packen es dir ein. Alles gut. Schreib's einfach rein. Ja. Und da ist auch ein Booster davon. Snacken ist auch schon, ja, auch schon sehr, sehr cool, ne? Die Fiole, von Galadriel. Das Seil. Seil. Olondrins Searing Light, das kommt auch aus Gandalf. Einer Box. Aus Gandalf? Gandalf, ja. Das ist eigentlich gerade Gandalf, der den abschießt da. Press the enemy. Mit dem Palantir. Gollum. Gollum, ja. Und was? Mount Doom, Legendary Land. Bam, in den Foil. Schenkt mal ein bisschen hier. Wow. Komm bitte. Sag doch mal bitte. Das sieht auch super aus. Also. No me gusta. Monte Duma. Sieht da awesome aus. Wow. Holt mich voll ab. Weiß nicht, das ist so dieses, wenn du so einen alten Disney-Film guckst oder so einen anderen alten Teenie-Film und dann hast du so vorletztes den Booster. Typen, der in so noch so voll in seiner Emo-Rocker-Phase ist und der hat dann so ein Poster bei sich im Zimmer hängen. Mom, it's not a face. Ja, so aber das sieht ist das aber, aus. So sieht das aus. Ne? Ah, ja. Ist halt, die einen mögen das, die anderen mögen das. Ja. Ne? Ich mag es eher. Kenosis. Ausrufezeichen. Da müssen 10 Ausrufezeichen hinter. Ja, auf jeden Fall, uns fehlt noch eine nummerierte Karte hier, ne? Also, bitte. Ist schon mein vorletztes Booster. Wir haben noch nie eine geöffnet. Tom Bombadil. Auch, Tom sieht auch Bombadilo. Sehr schön aus, ne? Oh, Mana geht auf Farbe. Eine 4-4 Kreatur und solange sich 4 oder mehr Lore-Counter auf Sagen, die du kontrollierst, befinden, hat er Flugsicherheit und Unzerstörbarkeit. Und immer wenn du das finale Chapter sozusagen einer Sage, die du kontrollierst, aktivierst oder es resolved, deckst du oben die Karten oben von deiner Bibliothek auf, bis du eine Sagenkarte aufdeckst, packst die ins Spielfeld und legst den Rest in Zufallreihenfolge unter deine Bibliothek. Und das kannst du nur einmal pro Zug machen, aber halt auch super. Ne? Also, du kannst ja einfach eine Sage raussuchen.
Also von oben aufdecken und sie kommt direkt rein. Wir haben euch die besten Sachen vorgestellt. Und er hat jede Farbe, heißt also, kannst Tom Bombadil mit jeder Sage spielen. Schleichwerbung! Ja. Das ist richtig Bombe. Auch ein cooles Artwork, ne? Subjugate the Hobbits. Nazgul Battle Maze. Die nächste Karte von dem Witch King Set. Ja, gleich können wir es auch wirklich zusammenpacken. Ja. Hugh the Entwood für 5 Mana. Oh nein. Opfere eine beliebige Anzahl an Ländern. Decke die obersten X-Karten der Bibliothek auf, wobei X gleich die Nummer an Ländern ist, die du auf dieser Weise geopfert hast. Wähle eine Nummer von Artefakten oder Länderkarten, die auf diese Weise aufgedeckt wurden. Pack alle Nicht-Länderkarten, die auf diese Weise gewählt wurden, ins Spielfeld. Und pack alle Länderkarten, die auf diese Weise ausgewählt wurden, getappt ins Spielfeld. Und pack den Rest unter deine Bibliothek. In da random fällen Order. Die einfach den Wald der Ents. Schande. Searched for. Gimli. Counter of Kills. Diabolic Intent. Sag mal, was ist denn das für ein Booster? Für 2 Mana eine Hexerei. Als zusätzliche Kosten, um diesen Zauberspruch zu wirken, kannst du eine Kreatur opfern und wenn du das tust, kannst du die Bibliothek nach einer einer Karte durchsuchen, sie auf deine Hand nehmen und danach mischen. Was ich ja cool finde, das soll halt vermutlich Saruman. Gandalf sein. Achso. Nein, das ist Saruman, oder? Achso. Ja, okay. Na, ich habe nur geguckt, wer den Text sagt, der unten dran steht, aber da steht. Alles vor Saruman. Saruman. Deswegen denke ich, sehr cool aus, ist Saruman. Sehr, sehr nice. So. Mein vorletztes Booster. Ja, waren 3 Mythics in dem Booster drin, ne? Ja, das ist immer ein Booster. War Tom Bombadil war drin, das war Hugh the Entwood und halt am Ende noch die Hildebrandkarte. Bam. Oh. Sehr schön. Das ist eine sehr, sehr schöne Sage. Die okay, der Rand ist wirklich schon ein bisschen dick. Ja, der Rand ist ein bisschen dick. Aber ich finde, es geht. Aber nicht so dick wie die Hobbits. Oh. Wow, oha. Hm. Oh, wait, ich bin auch einer. Oha. Ganz schön fies von dir, Gönny. Ja. Assemble with the Entmoot. Sehr, sehr hübsch. Courageous Resolve. Gandalf-Karte. Aus dem Gandalf-Set. Da sehen wir Shadowfax in der Ecke. Call of the Ring. Ja, er ruft mich auch immer. Hallo! Hi, hi Baby, wie geht's? Oh! Ja! Ja! Ich wollte schon immer eine öffnen! Oh mein Gott! Sanna! Gönni! Gönni! Ja! Oh! Meine goldenen Hände! Mauli. Ja! 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 Die 93 von 100! Dann darfst du sie auch vorlesen. Ich gönne es dir. Henneth Anun. Deswegen solltest du sie vorlesen. Reflecting Pool ist es eigentlich. Tappen macht einen Mann einer beliebigen Farbe, das ein Land, das du kontrollierst, produzieren könnte. Das ist sogar ein echt gutes Land. Holy moly. Jenna. Gönni, gönni. Yeah. Ja, gönni gönnt, ne? Gönni gönnt. Ich hier mit man sieht Hashtag sie zwar nicht, Gönny aber hier ist ja meine Goldkette, ne? Goldkette, auch Ring gezogen, ne? Hashtag Gönny Gönny. Ja, mein Hennesland. Oh. Bam. So macht man das, Leute. Krass. Krass. Also. Ja. Gut, dass wir hier Innersleaf stehen haben. Wir haben hier auf jeden Fall das richtige Collector des Blaues gewählt. Danke. Und es tut mir übrigens auch leid an alle Ohren, die jetzt gerade verletzt wurden durch mein Geschrei. Aber ich glaube, Lilly, die dieses Video gecuttet hat, die hat das ein bisschen runtergetunt. Aber ich habe sehr laut geschrien. Mach's doch nochmal. Nein. Ja, das ist dein Booster, also mach weiter. Ach. Willst du noch irgendwie ein bisschen schwenken? Hallo, das musst du noch genießen. Ich traue mich gar nicht, die anzufassen. Oh, guck mal, wie krass die Foil auch ist, ne? Also, oh Gott, warte, ich gebe so sie dir und du packst sie direkt in eine Hülle. Richtig Regenbogenfoil, ja. Ja, das ist dieses, ja.
die Verlosungshüllen gehören jetzt doch wieder uns. Tut mir leid. Ja, ja. Aber dann haben wir hier noch Soul Attendant in dem Hildebrand Artwork. Sehr, sehr hübsch. Das ist ganz wichtig. Er muss kurz einmal gehen, das lief werden hier. Oh. Sobald das Video vorbei ist, kommt dann eh eine Kiste. Pff, weg damit, ne? Wir haben zerrissen. Mann, ich meine, wir haben schon 100 davon. Warum sollen wir noch eine haben wollen, ne? Oh, ey, als ob wir wirklich. Ja. Krass. Krass. Bitte. Danke. Immer wieder gerne. Weißt du, bist du. Immer wieder gerne. Ein Booster habe ich ja noch. Ja, ist jetzt hier auch das letzte Booster von mir. Na, die Chance besteht noch, noch eine zu öffnen. Ja, okay, wir wollen ja nicht übertreiben, ne? Aber. Einer geht noch, ne? Ja. So, am besten jetzt einfach die gleiche Karte, aber mit einer Nummer höher. So. Zweimal in dem Booster. Der Ballrock sieht auch super aus. You cannot pass. Ja. Was, wie sagt er das auf Deutsch? Du kannst nicht. Du kommst nicht vorbei. Glaube ich. Ramas aus. Oh, ich glaube, das Gandalf. Ist aus dem Gandalf-Set, ne? Ja, Gandalf. Gandalf in the Pelennor Fields. Hier, oh. Mein Gott. Doppelt. Ich würde sagen, wir haben das Display auf jeden Fall raus. Oh, Isengard Unleashed aus dem Aragorn-Set. Ich glaube nicht, Jenna. Oh. Ich glaube, da vertust du dich. Soul Attendant. Auch übrigens ein richtig, das haben wir gerade einfach geskippt, einfach so. Aber ein richtig, richtig schönes Artwork auch meiner Meinung nach. Also, ja. Und auch eine schöne Karte, ne? Also für ein weißes Mana. Ah, das ist Goldbeere! Oh, das ist Tom Bombadils Frau. Frau? Ist es deine Frau? Für ein weißes, gesagt, dass sie geheiratet haben? Für ein weißes Mana 1-1 und immer wenn eine andere Kreatur unter deiner Kontrolle spielt, dann kommt kriegst du einen Lebenspunkt dazu. Na, you may gain one life. Das heißt, wenn du es vergisst, hast du vergessen. Ja. Aber auch ein sehr schönes Artwork, ne? Sehr schönes Artwork. Gefällt mir sehr. Ach, ich bin so wie. Oh, Smoke. Smoke in Ad in Searched voll. Jetzt haben wir den Booster erst recht raus. Ist auch schön. Ja. Letzt Booster, Kinder. Ja, wo muss noch den Orkisch. Orkisch Bowmaster? Bowmaster öffnen, ja. Ja. Noch was? Willst du noch was haben? Ja, noch eine nummerierte Karte, bitte. Ah, okay. Easy. War ja jetzt mein letztes Booster, also das ist jetzt hier das finale Booster Gandalf. Also, streng dich nochmal an, ne? Oh mein Gott. Warte. Hex! Easy. Meine Gandalf-Kräfte sind aktiviert. Meine Gandalf-Kräfte. Ja. Boah. Ja, also das hat mich jetzt gerade richtig abgeholt. Ne? Also jetzt bin ich wirklich. Haben wir gemerkt. Also ich finde die Artworks in dem Set super. Ne, dieser diese Heavy Metal Artworks oder Horror Artworks, wie du sie nennen möchtest. Und jetzt, oh Gott, ja, auch eine nummerierte Karte. Aus dem Artworks-Set. Besser kann es nicht mehr sein. Besser kann es nicht. Gönni. Auch eine super schöne Karte hier, der Flowering. Flowering of the White Tree. Sehr, sehr, ne, sagt für 2 Mana, legendäre Kreaturen, die du kontrollierst, kriegen +2/+1 und haben Abwehr 1. Ja. Und nicht legendäre Kreaturen, die du kontrollierst, halten +1/+1. Eine richtig gute Karte für 2 Mana. Also +2/+1 und Abwehr 1. Das ist krass. Legolas. Halt mal das Booster gerade. Nein. Und die letzte Karte ist Diabolic Intent. Also noch eine Mythic am Ende. Eine sehr schöne Karte. Aber nichts top den Reflecting Pool, den, ne? Den ich geöffnet habe. Ich wollte es nur mal kurz sagen. So, ich klicke mir mal eben schnell meine Rares und die Seite, ne? Und das ist der 93 von 100. Naja. Gut, dann nicht sterben, aber zoom mal weiter raus. Weiter. Ja, genau so. Na, da muss ja jetzt mal reichen, ne? Ja, das reicht auch. Willst du alle Rares reinlegen, oder wie? Ja. Oder wie, oder was? Obwohl, kannst du noch ein Stück, ein ganz kleines Stück, so ein Mini-Stück. Ja, perfekt. Dafür theoretisch ausgenutzt jetzt der Platz, ne? Wir legen hier einfach mal alles aus, weil du hast ja, man hat ja richtig gut geöffnet, ne? Nicht auf meine, Hildebrand-Karten? Nö, ist so viel. Dafür haben wir keinen Platz mehr. Halt, stopp. Ich nur meine komische Saruman. Das ist das wahre Saruman-Cosplay, Leute. So sollte man als Saruman gehen. Boah, liegt sie jetzt einfach drauf. Ja. Doppelt hält besser.
Also wir brauchen natürlich gleich noch einen Special-Platz für die Special-Karte, ne? Ja, die legen wir gleich einfach mittig oben drauf. Hier, auch der eine Ring, ne? Und den leg ich gleich auch noch oben drauf. Und da war... Oh, die leg ich auch. Ich mach mal hier oben... Na, du musst gucken, ne? Nein, da kannst du nicht mehr hinlegen. Da sind wir. Kann ich hier hinlegen? Ja. Senna. Gönny. Leg doch nicht die Heavy-Metal-Karten dahin. Die kommen ganz oben drauf. So. Haben wir nur zwei? Na komm, gib mir. Gib mir die Heavy-Metal-Karten. Gib mir. Ja, dann leg mal aus. Ja, du schaffst jetzt auch keinen Platz mehr hier, um zu auszulegen. Du hast mir den ganzen Platz weggenommen. Ja, kannst du noch irgendwie... Ja, jetzt leg drüber. Na, da unten geht nicht mehr. Leg drüber. Leg einfach drauf. So. Das geht auch nicht ganz, aber ja, dann mach halt. Mach ich auch. Okay, wir hätten die noch ein bisschen näher zusammenrutschen lassen können, aber... Ach, ist so okay. Kinder, ist so okay. Ja, auch schön, wie viel man öffnet hier. Halt nur mehr. Und mein Mantel schleppt da gleich alles mit hier. Ein Collector. Na, aber Highlights sind natürlich hier. Oh. Der Palantir. Mount Doom. Arwen. Oh. Der eine Ring. Oh. In Super und... Oh. Okay. Lass nicht die Mikrofone übersteuern. Reflecting Pool. Nummeriert mit der 93 von 100. Das ist doch mal eine super. Danke. Habe ich gerne gemacht. Super Ausbeute. Also, Money Gang hier. Ich bin wunschlos glücklich. Wir haben ja auch noch, also die Hildebrand-Karten, ne? Davon haben wir natürlich, die Artworks sind auch super. Die sind sehr, sehr. Also gibt ja 20 verschiedene Artworks, ne? Comes, Uncomes und so. Und die sehen auch wirklich fantastisch aus. Ich finde auch die Designs mega, mega cool. Auch das allgemein, das ist ja jetzt hier, ne, wir sehen ja jede Karte eigentlich dieses Roll-Scroll-Design, ne? Ja. Gefällt mir auch sehr, ne? Also auch der eine Ring sieht so ziemlich cool aus, ne? Und ja, du hast halt die Chance, nummerierte Karten zu ziehen. Und das haben die Chance genutzt. Und, auch natürlich die ganzen Karten aus den 10 Boxen zu ziehen, also das Collector-Display, hat auf jeden Fall schon seinen Reiz. Da haben wir es so, ne? Also gib euer Geld aus. Du hast da halt viele Sachen, die wirklich richtig cool sind, wenn man sie zieht, ne? Ja. Also, gefällt mir mega. Also das ja, so, wir sind wunschlos glücklich. Also, meiner Meinung nach mit eins der coolsten Collector-Displays, die ich jemals geöffnet habe. Ja. Dank mir. Dank dir. Gönny, hast du super gemacht. So, ja. Du findest es auch cool? Ich finde es mega, ja. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt das doch auch gerne in die Kommentare. Vergesst nicht zu liken und zu abonnieren. Und dann wünschen wir euch noch viel Spaß mit Magic the Gathering und natürlich jetzt erst recht der Herr der Ringe Holiday Collection. Und sehen uns. Bis dann. Tschüss.